Es tropft, es tropft, es tropft. Was, wenn der Heißkleber irgendwie mein Handy verbrennt und dann habe ich kein Handy mehr? Das fühlt sich irgendwie an, als hätte ich so fünf kleine Messer an meiner Hand. Meine Hand ist eine Gabel. Ich muss das einfach viermal machen. Und einen Boden. Nicht die beste Qualität. Das Motto des Tages ist Heißkleber. H-E, falsch rum. E, I, S, S. Ich habe beide S auf ein Blatt gedruckt, um etwas Papier zu sparen. K, okay, das dauert ziemlich lange. L, E, B, E. Und R, also Heißkleber. Ich habe nämlich so ein bisschen im Internet so ein bisschen rumgesurft und dann habe ich solche Videos gefunden. Ich meine, ich weiß, dass nichts davon funktionieren wird und ich weiß, dass ich jedes Mal enttäuscht werde. Aber das bin ich ja schon gewohnt. Falls ihr Lust habt auf ein ganz bestimmtes Abenteuer, hier sind wie immer die Zeitstempel. Ich habe noch eine reizende Videofrage. Und zwar wollt ihr in dem nächsten wilden Zimmer-Styling sehen, wie ich meine ganzen Sachen auch sortiere? Ich habe mir nämlich richtig viele von solchen Organisationsboxen bestellt, weil es war nötig. Deshalb wollt ihr das sehen, ja oder nein? Okay, ich dachte, es steht sowieso schon überall in der Zeitung und alle Leute lästern sowieso schon darüber. Deshalb dachte ich, spreche ich es jetzt einfach auch an. Also, ich sehe heute aus wie ein Cowboy. Okay, ich dachte, wir machen zuerst eine kleine Vorstellungsrunde, weil ich bin kein normaler Mensch, der einfach nur eine Heißklebepistole hat. Nein, ich habe drei Stück. Das ist Helena Nummer 1, das ist das Original, das war meine allererste Heißklebepistole. Das ist Helena Nummer 2, das ist die nervige. Weil die hat immer Verstopfungen. Und Helena Nummer 3, die zuverlässige. Ich weiß nicht warum, aber ich will unbedingt dieses Bild nachstellen. Das ist einfach ein Wunsch. Das einzige Problem ist, ich weiß nicht, ich will meine Haare noch behalten. Ich brauche die noch. Und dann dachte ich mir, wir nehmen einfach die Haare von jemand anders. Okay, ich muss jetzt noch irgendwie an meinen Kopf klatschen. Sieht aus, als hätte ich so ein Bart. Cool. Ich habe die im Badezimmer gefunden und ich weiß nicht, ob die jemand noch braucht. Aber ich werde sie nicht zurückgeben. Oh nein, das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Ich muss jetzt meine Cappy ausziehen. Das ist jetzt schon doof. Ja, die Bürste ist aus Heißkleber. Die habe ich selber gemacht. Au, 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 au. Okay, ich muss die mir jetzt irgendwie in die Haare reinklatschen. Ich mache mir quasi gerade Extensions. Willkommen zu Jessys Friseurladen. Au. Noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2... Was, wenn ich die falschen Haare mit meinen echten Haaren verwechsel und ich gleich Heißkleber in den Haaren habe? Es tropft, es tropft, es tropft. Oh. Oh, 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 oh. Nicht meine echten Haare, nicht meine echten Haare, nicht. Ciao, Kakao. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ja, auch dieses Gerücht, es war, wir machen eine Handyhülle aus Heißkleber. Zeit für eine neue Handyhülle aus Heißkleber. Also ich meine, wenn eine Hülle aus Heißkleber mein Handy nicht beschützen wird, was sonst? Was, wenn der Heißkleber irgendwie mein Handy verbrennt und dann habe ich kein Handy mehr? Ich glaube, das wäre gar nicht so schlimm, weil mich ruft sowieso niemand an. Damit das Handy den ganzen Tag frisch bleibt, nehmen Sie das Handy und wickeln es in Frischhaltefolie ein, wie ein Butterbrot. Genau das werde ich nicht machen, weil ich habe so gedacht, oh, es wird niemals funktionieren. Weil wenn ich das jetzt in Frischhaltefolie einwickle und dann Heißkleber so drauf machen, dann wird die Frischhaltefolie schmelzen und dann wird es ein Chaos. Okay, deshalb werde ich versuchen, mein Handy in Backpapier einzuwickeln, irgendwie so. Wie eine kuschelige Decke. Ich glaube, der Hut steht mir nicht. Mache ich mich gerade zum Clown? Oh, wahrscheinlich. Wenn die Cappy mir nicht stehen würde, dann hättet ihr es mir doch gesagt, oder? Jetzt mal ohne Witz. Okay, ich nehme jetzt mein Handy. Wir packen das jetzt ein wie ein schönes Weihnachtsgeschenk, das die Person später im Laden wieder zurückgibt. Und sich was anderes kauft, weil ihr das Geschenk nicht gefallen hat. Ja. Okay, ich glaube, so ist es sicher. So kann bestimmt nichts schief gehen. Wahrscheinlich doch. Danach schnappt die sich das Butterbrot, Entschuldigung, das Handy und machen damit Heißkleber solche Handyhüllenmuster drauf. Nein, nein, nein. Ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist. Ich habe gerade einfach im Lotto gewonnen. Also fast. Okay, mein Papa hat mir einfach seine Heißklebepistole geschenkt. Von einer Skala von 1 bis 10. Wie neidisch seid ihr? Okay, ich nehme jetzt mein Butterbrot und mache da jetzt Heißkleber drauf und hoffe, dass es nicht verbrennt. Oh, warum dampft es so? Warum kommt da so Dampf raus? Was, wenn es gleich explodiert? Immer schön Platz freilassen für die Kamera, damit ich Selfies machen kann. Ich atme so viel Heißkleberdampf ein. Sieht aus wie ein Gartenzaun. Hoffe endlich. Mein Handy braucht Schutz. Danach lassen Sie das Ganze trocknen und entfernen die Folie vom Heißkleber. Okay, es ist Zeit für eine Vesperpause. Okay, wir packen das Butterbrot jetzt aus.
bisschen wie Weihnachten. Okay, es ist nicht geschmolzen. Und schon haben wir die perfekte Handyhülle, die für jedes Handy den perfekten Schutz bietet und sicher nicht nach einem Tag kaputt geht. Ich hoffe, es passt wie angegossen. Ich meine, es ist nicht das Schönste, aber auch nicht das Hässlichste. Falls ihr jetzt gedacht habt, ich lasse mein Handy auf den Boden fallen, um zu sehen, wie gut die Handyhülle ist, dann habt ihr falsch gedacht. Nein, nein, das ist keine optische Täuschung. Das sind wirklich Fingernägel aus Heißkleber. Und ich meine, sie ist begeistert. Ich meine, ich habe die Fingernägel von einem 12-jährigen Jungen. Zeit für eine Maniküre. Auf ins Nagelstudio. Die Frage ist, will ich lange Nägel, will ich kurze Nägel? Welches Design? Ich kann dir Glitzersteine reinmachen. Oh, ja. Ich habe nämlich richtig viele solche Glitzersticker. Und wie wäre es, wenn wir die in die Nägel reinmachen? Das wird ja richtig professionell. Okay, die zeichnen ihren Handabdruck auf so eine riesige Scheibe Heißkleber und zeichnen da die Fingernägel drauf. Okay, das ist einfach mega die Verschwendung. Mach doch nicht so einen ganzen Heißklebersee, um 5 kleine Kreise auszuschneiden. Deshalb mache ich nur 5 kleine Kreise. Ich bin ein Sparfuchs. Das werden meine Fingernägel. Wie findet ihr's? Jetzt wird's stressig, weil ich muss die Glitzersteine in den Heißkleber reinquetschen, bevor der Heißkleber fest ist. Weil wenn der Heißkleber fest ist, dann haben wir keine Chance mehr. Erstmal eine Schicht Heißkleber, ganz langsam und mit Gefühl. Okay, jetzt schnell Glitzersteine los. Langsam noch so ein Blümchen. Ich weiß, es ist nicht die feine englische Art, aber ich kann gerade keinen Augenkontakt zu euch halten. Ich bin gerade im Nagelstudio. Okay, kurzer Zwischenstand-Check. Ich meine, es glitzert. Danach schneiden sie das Ganze nochmal aus. Falls jemand mal eine Maniküre braucht, ruft mich an. 1. Danach müssen die reizenden Fingernägel nur noch an der Hand befestigt werden. Ja, ich mache nur eine Hand. Bitte erwartet nicht zu viel. Das sind meine fertigen Nägel. Ich komme gerade frisch aus dem Nagelstudio. Und schon haben wir wunderschöne Fingernägel und die Hände sehen nicht mehr aus wie von einem 12-jährigen Jungen, sondern von einer reichen Dame. Okay, warum finde ich die Nägel irgendwie richtig bezaubernd? Das fühlt sich irgendwie an, als hätte ich so 5 kleine Messer an meiner Hand. Meine Hand ist eine Gabel. Ich habe schon 2 verloren. Wer hätte nicht gerne einen Armreif mit Diamanten aus Heißkleber? Ich meine, ich liebe Armbänder. Ich persönlich trage gerade 3. Das ist eigentlich eine Kette, aber mein Nacken ist zu fett. Deshalb trage ich es einfach als Armband und ich nehme es so doppelt. Weil doppelt hält besser. Dieses DIY hat eigentlich nur einen Schritt. Man nimmt Heißkleber und quetscht dann Diamanten rein. Okay, ich brauche ein paar Sticker. Okay, ich glaube, der Stein ist ein bisschen zu dick. Das ist ein Touch too much. Und ich finde auch gut, dass es so einfach ist, weil dann ist weniger Platz für Fehler. Okay, das wird jetzt wieder ein Wettlauf gegen die Zeit. Wir müssen die Glitzersteine wieder reinquetschen, bevor es zu spät ist. Ist der Strom an? Hallo? Oh, okay, das kam hier rausgeschossen. Okay, wir machen jetzt einfach eine Linie. Und Dampf. Ich kriege hier noch eine Rauchvergiftung. Kleb, kleb, kleb. Jetzt komm schon, bitte. Hat man überhaupt was gesehen? Falls ihr mal irgendwie Schmuck für eine Hochzeit braucht. Vielleicht ist das was für euch. Wie frisch vom Juwelier. Und schon haben wir ein wunderschönes Schmuckstück kreiert aus Heißkleber. Okay, ich schnall mir das Ding kurz um die Hüfte. Ich meine um den Arm. So sieht das reizende Schmuckstück jetzt aus. Es glitzert und es ist pink. Okay, was sagen wir? Sehe ich reich aus? Nicht die beste Qualität. Die haben einfach einen Stiftehalter aus Heißkleber gemacht. Ich meine, ich brauche das, weil ich habe 3... Das war jetzt schon blöd. Okay, was ich eigentlich sagen wollte, nachdem ich so unfreundlich unterbrochen wurde. Ich habe 3 Mäppchen. Einmal dieses und einmal dieses. Das ist so groß wie mein Kopf. Die Schublade voll mit Stiften. Die Schublade da hinten voll mit Stiften. Ich habe viele Stifte. Bauen wir ein Haus für meine Stifte. Ich spiele jetzt quasi Bock der Baumeister. Yo, wir schaffen das. Die schnappen sich den Heißkleber und machen daraus solche kleinen Quadrate oder Rechtecke. Und das werden dann später die Wände für die Stiftehalter. Okay, ich hoffe, die Stifte werden sich in ihrem neuen Zuhause wohlfühlen. Drücken wir die Daumen. Ich brauche noch einen Heißkleber-Stick. Okay, ich mache gerade ein Quadrat. Falsche mathematische Bezeichnung. Ich meine natürlich ein Rechteck. Oh, ich muss das einfach 4-mal machen. Und einen Boden. Also ich finde, das ist jetzt schon ein bisschen viel verlangt. Ich glaube, es ist trocken. 2 Fliegen mit einer Klatsche geschnappt. Und bauen es dann zusammen. Dann müssen die Stifte nur noch in ihr neues Zuhause. Okay, ich muss das irgendwie zusammenbauen. Ich habe leichte Komplikationen. Ganz langsam.
Okay, es steht und ich hoffe, es fällt jetzt nicht zusammen. Es kann aber ruhig zusammenfallen, wenn das Video vorbei ist und ihr denkt, dass ich das erfolgreich geschafft habe und ich einen professionellen Eindruck gemacht habe. Verdammte Hacke. Und schon haben wir ein perfektes neues Zuhause für unsere Stifte. Das ist der fertige Käfig. Ja, diese eine Seite ist Gold, weil der Kleber hat nicht gereicht für die vierte Seite, also musste ich eine andere Pistole nehmen und deshalb ist sie jetzt Gold. Zeit umzuziehen. Ab in den Käfig. Ich brauche noch mehr, also Stifte. Ich hoffe, es ist bequem. Herzlichen Glückwunsch zur neuen Wohnung. Okay, diese Idee ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, es hat wenigstens einen Sinn. Ein bisschen. Freude der Sonne, es wird Zeit, den Stecker zu ziehen. Wir haben es geschafft. Es war wirklich eine gute Teamleistung. Ich hatte sehr niedrige Erwartungen, weil ich habe gedacht, es geht sowieso alles schief, es läuft alles den Bach runter. Aber es haben sogar einige Sachen funktioniert. Das ist ein Erfolg. Das kann man sich ruhig in den Lebenslauf schreiben, das kann man ruhig in die Bewerbungsunterlagen aufnehmen. Aber auch der beste Film hat ein Ende. Und ich weiß, das war wahrscheinlich das beste Video, was ihr je gesehen habt. Wahrscheinlich eher nicht, auch wenn wir noch weitermachen wollen würden. Das Limit ist erreicht, weil ich glaube, ich habe gar keinen Heißkleber mehr, also keine Sticks. Weil die sind jetzt entweder ein Stiftehalter, eine Handyhülle oder ein Armband. Also eigentlich komplett was anderes, als für was die Dinge eigentlich gedacht sind. Aber das ist doch egal. Ich muss jetzt erstmal neue Heißkleber-Sticks kaufen und Heißkleber ist teuer. Wenn es mal wieder eine dunkle Stunde ist und ihr sagt, mir ist langweilig, holt eure Heißklebepistole raus und macht euch... Und macht euch was Schickes aus Heißkleber. Und wenn es nicht so gut wird, wie ihr wolltet, dann schenkt ihr es einfach jemand anderen und probiert es nochmal. Okay, jetzt Spaß beiseite. Vielen, vielen Dank an alle, die sich dieses Video angeschaut haben oder bis zum Schluss sogar geschaut haben. Ihr habt einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ich werde nicht versuchen, wieder ein Herz zu machen, weil ich habe es letztes Mal nicht hinbekommen. Oha, oha, es ist ein Herz. Okay, wir sehen uns nächste Woche wieder. Gleiches Datum. Nein. Gleicher Tag, gleiche Uhrzeit, ich versuch's, aber ich verspreche nichts. Ich werde hier keine Verträge unterschreiben. Wir sind für nächste Woche wieder verabredet, ich freue mich drauf. Weil wir sind hier alle beste Freunde, wir müssen jede freie Minute miteinander verbringen. Ich rede nur Quatsch, weil diese Mütze war irgendwie so eng und die hat meinen Kopf so zusammengequetscht wie so eine Pflaume. Und es fühlt sich jetzt irgendwie an, als wäre der Umfang von meinem Kopf so kleiner. Ich hoffe, ich bin immer noch genauso intelligent wie davor. Ciao, Kakao!